Und damit hallo und willkommen zurück zu Octopus Traveler 2. Ich habe jetzt schon etwas länger nicht aufgenommen, aber es wird wieder Zeit und ich habe Bock. Wir haben das letzte Mal alle ersten Kapitel abgeschlossen. Als letztes hatten wir ja unsere gute Diebin gemacht. Da habe ich ja noch, wie blöd, die Zweitlaufbahn Dieb gesucht. Ich habe es tatsächlich gefunden. Es war tatsächlich doch in der Stadt, wo wir... Primrose, wollte ich schon sagen. Unsere gute Throne auch bekommen haben. Aber bei Nacht. Genau. So, und was machen wir heute? Den Nebenkram würde ich, glaube ich, offen lassen für unsere zweite Truppe. Und ich zoome jetzt mal raus. Ach genau, ich glaube, ich wollte Throne machen hier. Weil die nämlich Stufe 7 hat, nur für die zweite Quest. Und ich glaube, damit ist sie die... Loste. Ja. Ich glaube, deswegen war ich ja auch schon geportet, genau. Das heißt, wir machen heute Kapitel 2 von Throne. Throne. So, ich muss erstmal wieder mich zurechtfinden. Ich glaube, ich muss das im Gasthaus triggern, ne? Im Wirtshaus, da nicht. Da kann man schlafen. Wo war... Da oben. So. Sag mal her. Sag mir grüß, womit kann ich heute dienen? Ich möchte eine Geschichte lauschen. Und zwar von Throne. Throne. Throne will sich von den Schwarznattern lösen und endlich frei sein. Um jedoch ihr Halsband loszuwerden, muss sie zuerst ihre Eltern töten und ihnen... In Anführungszeichen Eltern. Töten und ihnen den Schlüssel... Und ihnen die Schlüssel abnehmen. So. Dazu bricht sie nach Erzrausch auf, wo sie eine Spur von Mutter vermutet. Das wollen wir mal. Ihre Anwerbung neuer Mitglieder beginnt Mutter stets mit einem Besuch der Sattlerei in Erzrausch. Ein offenes Geheimnis für jede Schwarznatter. Was jedoch dahinter steckt, weiß niemand. Einen anderen Anhaltspunkt habe ich nicht. Dann wollen wir diese Sattlerei mal aufspüren. Oh, ein Typ mit Maske. Ein sehr junger Typ, also eher ein Junge. Ich vermute hier. Hab Dank für euren Gunst und Gnade. Ich werde die wahren Postwänden vorbereiten. Wenn ihr euch so lange in der Taverne gedulden würdet. Kann ich euch zu Diensten sein? Unser Sortiment umfasst Produkte aus Stoff und Leder, bis hin zu Manufakten, die feinsten Ketten geschmeidet ziert. Ich bin nicht auf der Suche nach Zaumzeug. Aber Verehrteste, ihr befindet euch hier in einer Sattlerei. So, so. Was hat der Kunde vor mir da eben eingekauft? Ein Pferd hatte er jedenfalls nicht bei sich. Ihr habt ein scharfes Auge, Verehrteste. Und doch sage ich euch, der Herr hatte sehr wohl ein Pferd dabei. Ich konnte mich selbst davon überzeugen. Wie sollte ich ihm sonst auch geeignetes Geschirr anfertigen? Er hatte ein Pferd dabei? Bitte, beehrt uns bald wieder, Gnädigste. Verdächtig, verdächtig. Ich hab's ja geahnt. Eine Sattlerei von wegen.
Und dieses Pferd. Was auch immer es ist. Ich brauche wohl eines, um ins Geschäft zu kommen. Wie praktisch, dass der gute Mann vorhin bereits eines mitgebracht hat. Sicher wird er es entbehren können. Achso, genau, dann sollte er in der Taverne warten. Dann gehen wir da auch mal hin. Hallo? Pferdemünze. Das Relief eines Pferdes. So war das also gemeint. Dann werde ich wohl erneut die Sattlerei aufsuchen. Ah, da seid ihr ja wieder. Saddle up. Oh, hatte Hü. Da hast du dein Pferd. Ich seh's. Dann kann ich ja endlich mit dem Theater aufhören und dich als Kundin willkommen heißen. Was? Ist deiner Kundschaft gewiss nicht leicht. Du auch. Meine Kundschaft ist nun mal sehr exklusiv. Also, was das sei. Suche nach Mutter von den Schwarznattern. Eine meiner besten Kundinnen. Diese Bitte muss ich dir leider ausschlagen. Macht nichts. Ich habe dich nämlich nicht darum gebeten. Mutter trifft einen Mann, den ich ihr vorgestellt habe. Er wird von allen nur der Kaufmann genannt. Er kontrolliert den Sklavenhandel und führt seine Geschäfte gerade in der städtischen Gießerei. Was du nicht sagst. Er wird dich allerdings nicht einfach so empfangen. Merk dir also die folgende Parole. Müssen wir uns die wirklich merken? Vom Becher in deiner Linken sollst du trinken. Okay. Danke. Vom Becher in deiner Linken. Sei gewarnt, sein Mundwerk sitzt nicht so lose wie das meinige. Um seine Zunge zu lösen, wirst du ihn mit Menschenleben bezahlen müssen. Naja, wenn es sonst nichts ist. Okay. Dann wollen wir mal. Da ist der Junge wieder. Oder Mädchen? Junge, oder? I'm still being followed. Werde noch immer verfolgt. Seit ich hier angekommen bin, hält mir jemand an den Fersen. Höchste Zeit, den Störenfried loszuwerden. Ja, aber der ist ja da lang gelaufen. Nein, Quest sagt hier. Hey, für wen hältst du dich? Finger weg von meinem Lagerhaus. Wenn du meinen redlich erworbenen Waren auch nur einen Katzer zufügst, kannst du was erleben. Amateur. Was für ein Amateur. Who are you? Wo bist du und warum sitzt du mir so im Nacken? Aber das finde ich noch heraus, egal wie sehr du dich auch sträubst. Erstmal klauen. Maske. Eine Maske für Kinder. Schluss mit lustig. Dein Gesicht.
Habe ich mir das eingebildet? Nun ja, spielt keine Rolle. Konzentrier dich, Throne. Du musst diesen Kaufmann ausfindig machen. Der sah aus wie der Typ, der... Ich habe seinen Namen vergessen, ist zu lange her. Der sich nachher als böse entpuppt hat, der uns eigentlich nichts tun wollte, weil wir uns eigentlich gut verstanden haben, aber der halt uns aus, also Throne, unschädlich machen wollte, damit er besser dasteht oder so. Ich habe seinen Namen vergessen. Mit der rechten hebst du das Haupt so hoch, wie es erlaubt. Am Becher in deiner linken sollst du trinken. Lass durch. Schwarz beginnt. Wähle einen Becher. So, du bist dran. Mach schon. Weiß. Okay. Na also, wie schmeckt dir das, hm? Das wären dann 80.000 Blätter, bitte. Scheißdreck, das bringt mich an den Battlestab. Gut, wer will als nächstes? Bringt sie mir rein. Sie schließen also hier also Wetten ab. Du bist zuerst dran. Wähle einen Becher. Nein, ich will nicht. Alter. Was für ein Spielverderber. Kein Wunder, dass niemand ihn kaufen wollte. Niemand weiß, in welchem Becher das Gift ist. Und das macht es doch gerade spannend, oder? Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist also der Kaufmann, ja? Ganz recht. Ich handle mit Menschenleben. Denn was für eine Art Mensch kann ich dir behilflich sein, junge Dame? Mit der Anführerin der Schwarznattern. Man nennt sie auch Mutter. Hätte gedacht, dass du so faustdick hinter den Ohren hast. Heute scheint nicht mein Tag zu sein. Ob sie hier ist, will ich wissen. Du hast sie leider verpasst. Und wo du sie finden könntest, kann ich dir nicht verraten. Zumindest nicht, ohne dafür entlohnt zu werden. Kann der mal bitte nicht an den Schnüffeln? Das ist ja widerlich. Schnüffelüff, das ist gut. Was für eine herrliche Duftnote. Das ist der Geruch von Wasserdost. Gefällt er dir? Mir spricht nicht dein Parfüm an, sondern der Geruch von Schweiß, der sich irgendwo darunter verbirgt. Die größte Finsternis der Welt kann den eigenen Körpergeruch nicht verbergen. Finesse, Entschuldigung. Im Angesicht seines Todes übermannt den Menschen Furcht. Sein Schweiß stinkt dann gar widerlich. Deine doch duftet süß. Du bist die Gelassenheit selbst. Doch, interessant. Und was heißt das nun für mich? Ich werde dir verklickern, wo du Mutter findest, wenn du mich besiegst. Oh, ein Mann ganz nach meinem Geschmack? Aber nicht doch. In einem echten Kampf hätte ich nicht den Hauch einer Chance. Wir werden uns messen. Allerdings hier. An der Tafel des Todes.
Ja klar, Zufallsprinzip, oder was? Uff. Hä? Okay. Bist du bereit für die Tafel des Todes? Vielleicht? Du scheinst den Tod nicht zu fürchten. Gut, dann lass uns gleich beginnen. Ist das jetzt echt Zufallsprinzip? You saw the game Du hast before, gesehen, didn't you? wie hier Are gespielt you wird, oder? afraid? Fürchtest du dich? No, Nein, I will ich nehme die gladly accept Herausforderung your dankend challenge. an. Of these six Einer cups, dieser sechs one Becher is enthält filled reines with poison. Gift. We will take Wir werden sie turns drinking abwechselnd it. leeren. Wer den The Becher mit one who Gift drinks trinkt, the poison. verliert. Are there any other Irgendwelche rules? anderen Regeln? If you try to Wenn du run, versuchst abzuhauen, you stirbst die. du. Schlicht und That's ergreifend, all there oder? is to it. The slaver's In diesem never Spiel lost ist der a game. Kaufmann absolut unschlagbar. She doesn't stand a Ihr Schicksal ist chance. besiegelt. I Ich begin. mache den Anfang. It appears Tja, my cup is schade. safe. Mein Herz klopft leider munter weiter. Now it's your Dann bist du nun turn, an der my Reihe, junge lady. Dame. The poison is Das lethal. Gift ist hochtoxisch. Drinking Es zu it trinken means bedeutet den certain sicheren death. Tod. But not a Und merciful, gewiss kein swift death. barmherziger Tod, der den Unglücklichen No. rasch von seiner Qual erlöst. Nein, die Schmerzen dauern Agony, eine gefühlte Ewigkeit. excruciating pain. Naja, dafür ist er gerade ganz schön umgekippt. That's fine with me. Kommt mir durchaus entgegen. It will give you time Sonst to tell kratzt me es mir am Ende where noch mother went ab, before ohne you mir Mutters perish. Aufenthaltsort zu verraten. Haha. Your Dein false Gebaren wird dich courage nicht will spare you from vor den Schmerzen pain. bewahren. Well, well. Na sowas. It looks Mein like Becher my war auch cup was genießbar. safe. But my compliments Beinahe on the liquor. köstlich. Ich werde mir In gleich noch fact. einen genehmigen. Ah, ein wirklich Exquisite. herrlicher Tropfen. What's with Was this woman? ist bloß mit der los? This is the first Noch time nie I've habe ever ich jemanden seen zwei Becher nacheinander hineinstürzen sehen, hinunterstürzen sehen. There was no rule saying I Keine could Regel only have verbietet one, mir was mehr there? als einen Becher zu trinken. Oder vor doch? I Du bist see. also wirklich eine Natter. Just like me. Genau wie auch ich. Is that so? Ach, wirklich? I know the stench ich kenne den Gestank lauernden Todes wie kein zweiter. And yours will Deiner wird reach zweifelsohne my ein besonderes Geruchserlebnis. Super, jetzt haben wir die 50-50-Chance. Scheiße. There are two left. Zwei sind noch übrig. It's your turn. Also. Nee, und jetzt muss ich entscheiden, oder was? Nee. I do not fear death. Ich habe keine Angst zu sterben. I could even das war's dann also. Mehr würde ich mir nicht dabei denken. The only thing I ich fürchte mich einzig davor, meine Wünsche aufzugeben. Oh. Warte mal, die Parole, den linken sollst du trinken, ne? Hä, da ist Blut dran. Oh, jetzt bin ich unsicher. An sich würde ich jetzt denken, okay, den soll man nicht nehmen, weil da Blutklatscher dran sind. Aber die Parole war doch, im linken Becher sollst du trinken, oder nicht? Ja, aber vielleicht genau deswegen soll man es nicht mal... Im rechten... Which is why I'm willing to bet everything on my dream. Für die würde ich sogar mein Leben verwetten. Thanks for the drinks. Danke dir für den Trunk. Diese Musik wieder, ne? Holy shit. Nicht einmal der leiseste Hauch von Gift bleibt mir verborgen. So konnte ich dem Giftbecher bisher entgehen und ihn meinen Gegnern unterjubeln. Ah, weil er so gut riecht. Ja, klar, logisch. Und deswegen war er verdutzt, denn ich habe. Deswegen hat sie auch zwei getrunken, damit. Weil sonst hätte er uns safe den Giftbecher übrig gelassen. Tja. Also konnte ich den Giftbecher bisher entgegen und ihn meinen Gegnern unterjubeln. Hättest du da nicht auch gewinnen können? Ich wollte dich auf die Probe stellen, doch dann ist die Neugier mit mir durchgegangen.
Ich gebe mich geschlagen. Und der jetzt auch? Tatsächlich. Er hat den letzten Becher getrunken, aber das heißt ja... Ich habe dir mein Wort gegeben. Du sollst erfahren, wo du Mutter finden kannst. Und wenigstens ein Mann von Ehre, ne? Er hätte es ja nicht mal trinken müssen jetzt. Er hätte sagen können, okay, du hast gewonnen, ich trinke den aber nicht. Wir wissen jetzt, dass da das Gift drin ist. Sie hält sich derzeit in Velhain auf. An einem Ort, den wir alle nur als Mutters Garten kennen. Rein offiziell ist es ein Waisenhaus und steht unter dem Schutz der örtlichen Klosters. Nur zieht sie dort ihre Brut heran. Für ihr Nest, du verstehst? Wenn du dich als Nonne ausgibst, könntest du dich vielleicht unbemerkt einschleichen. Leb wohl. Der Kampf der schwarzen Natter nimmt einfach kein Ende. Immer wieder beginnt er von neuem. Auch ich konnte mich nicht befreien. Der letzte Kopf hat es nicht zugelassen. Der letzte Kopf? Auch sie war eine gute Frau, bis sie von Mutter umgebracht wurde. Ich hoffe, deine Wünsche werden in Erfüllung gehen. Danke. Ich feiere den Soundtrack so hart. Du bist doch... Naja, der maskierte Junge ist nicht mehr maskiert. Diese Ähnlichkeit... Hör mal auf, Mutters Bestrafung duldet keinen Aufschub. Pyrrho, genau. Ja, Pyrrho. Du siehst ihm zum Verwechseln ähnlich. Zumindest als er in deinem Alter war. Ich werde das Gefühl nicht los, dir schon einmal begegnet zu sein. So geht's mir auch. Es fühlte sich an, als würdest du eine wichtige Rolle spielen. Deswegen bin ich dir gefolgt. Sag mir, trägt dein Vater vielleicht den Namen Pyrrho? Ich kenne meinen Vater nicht. Noch eine Sache, die wir gemeinsam haben. Leb wohl. Und so war es Rhone gelungen, Mutter ausfindig zu machen. Unterwegs ließ sie sich auf ein tödliches Spiel mit dem Kaufmann ein. Doch warum erinnerte sie ein fremder Knabe nur so sehr an einen alten Freund? Immer näher pirschte sich die einsame Diebin an das wahre Wesen der Nattern heran. Rhone setzte ihre Reise unbeirrt fort, in ihrem Herzen die Hoffnung, eines Tages frei zu sein. Diebin Throne, Kapitel 2, Episode Mutter. Ende. Okay, das war ein sehr kurzes Kapitel. Oh, wir haben ein Reisegespräch. Also, dieser Kerl hatte ja ein echt gutes Näschen. Das können die wenigsten Menschen von sich behaupten. Vielleicht wurde er dann ja dafür bestraft, seine Fähigkeit missbraucht zu haben. Aber irgendwie kann ich schon nachvollziehen, was er gesagt hat. Du hast wirklich einen ganz eigenen Duft. Er ist nicht ganz einfach zu erklären. Süß und beinahe sinnlich. Dankeschön. Ich wirklich so stark? Okay, so, Weltkarte. Wo geht's denn weiter mit Throne?
Da hinten. Ohne Stufe 16. Kapitel 2, Episode Vater. Würde sich ja eigentlich anbieten, dass wir Kapitel 2 quasi Vater und Mutter. Vater und Mutter in einem Part fertig machen, ne? Dann lass das doch auch tun. Richtig, ich hatte hier etwas zu erledigen. Ja, machen wir auch. Bruno hat Vater versprochen, ihn in der Stadt Winterblum zu treffen. Mit einem der Schlüssel zu ihrem Halsband hält dieser auch Thrones Freiheit in der Hand. Nur sein Tod wird sie von den Fesseln der Nattern befreien. Vaters Worte haben sich mir eingebrannt. Bring deinen Auftrag zu Ende und folge mir dann. Finde mich in Winterblum. Einzelheiten hat er mir dabei vorenthalten. Aber das bin ich ja von ihm gewohnt. Die Nattern müssten irgendwo am Stadtrand einen Stützpunkt haben. Dort wird er sein, da bin ich mir sicher. Ich muss herausfinden, worin sein Auftrag genau besteht und auf einen günstigen Moment warten. Wenn es dann soweit ist, werde ich Vater töten. Mal gespannt, ob das jetzt wirklich schon dazu kommt. Oder eher nicht. So. Die Nebenquests hatten wir alle schon angenommen, oder? Mein Sohn möchte schon bald die Stadt hinter sich lassen, um Gelehrter zu werden. Davor möchte ich ihm noch unbedingt ein Abschiedsgeschenk machen, doch werde ich mir nichts Kostspieliges leisten können. Gibt es denn gar nichts, mit dem ich meinen Jungen zeigen kann, was er mir bedeutet? Doch, ich glaube, der haben wir schon angenommen. Warte mal, hatten wir nicht auch das Geld zusammen? Ja, wir haben die 148.000, also 100.000 für dieses Brot zusammen, was, glaube ich, hier war. Hier ist Partio Kapitel 2. Nee, dann war das hier. Ja gut, das machen wir dann ein andermal. Machen jetzt erst Kapitel 2. Achso, oh, wir haben ein Gespräch. Wir haben ein Gespräch. Toll, jetzt nicht mehr. Warte, ich geh nochmal zurück. Jetzt. So, dann lasst uns mal dieses Wirtshaus suchen. Vater hat mir dort garantiert eine Falle gestellt. Ich kenne ihn nun fast mein ganzes Leben und kann mir nicht vorstellen, dass er auf so eine Gelegenheit verzichten würde. Bist du bereit, Oswald? Also, heute bist du aber selbst für deine Verhältnisse ziemlich einsilbig, Professor. Mir ist kalt. Wow. Okay. Schönes Gespräch. So. Rein da. Hätte auch mal eben speichern können, ne? He's not here. Er ist nicht hier. Oho. Schaut mal, wer sich da blicken lässt. Du bist ja wirklich ein Augenschmaus. Na los, gib uns doch mal eine Kostprobe. Verzieht euch, ich habe keine Zeit, euch Belgern den Arsch abzuwischen. Wirf lieber einen Blick in die Runde. Wir sind zu dritt. Und du ganz allein. Außerdem haben wir die Erlaubnis, mit dir anzustellen, was auch immer wir wollen. Also zier die nicht so. Dann hast du... Was? Dann hast du Stück auch mehr davon. Von euch habe ich die Schnauze voll. Jetzt ist Zappenstreich, Jungs. Na super, jetzt kommt ein Kampf und ich habe nicht gespeichert. Achso, kann ich die einfach von hinten? Lol, echt? Good night. Als ob die... Naja, egal. Good night. Ich dachte eher, wir kämpfen jetzt gegen die. Aber gut, wenn die sich von hinten einfach so
abstechen lassen? Warum will das? Oh, warte. Well done, my eine beachtliche Leistung, mein liebes Mädchen. Father. Vater. Neither dead nor alive. Weder tot noch lebendig. Nur jedweder Beweglichkeit beraubt. Um einen solchen Kunstgriff zu vollbringen, ist eine Menge Talent und Erfahrung vonnöten. Thank you. Danke. Hosenscheißer wie die hier sind aber auch leicht zu begeistern. Versprich ihnen eine Handvoll Blätter und du hast ihren blinden Gehorsam. Besonders wenn sie dich dafür nur an einer hübschen Besucherin vergreifen zu brauchen. Vielleicht träumen sie ja gerade, dass sie dich doch zu fassen bekommen haben. Nun schau nicht so finster, Kind. Ich mach doch nur Spaß. Schluss damit. Bei jedem Auftrag muss ich mir deine verdammten Possen antun. Dank ihnen bist du über dich hinausgewachsen. Erst jetzt ist es hieb- und stichfest. Du bist ein echter Überflieger. Deinen letzten Auftrag scheinst du jedenfalls erfolgreich abgeschlossen zu haben. Sollte das etwa auch ein Scherz sein? Dass ich meine Kinder durch Lug und Trug dazu gebracht habe, sich gegenseitig umzubringen? Du wirst es doch nicht vergessen haben, oder? Ich will, dass du meine Nachfolgerin wirst. Wir müssen nur diesen Auftrag hinter uns bringen. Dann soll der Thron dir gehören. Ich will ihn aber nicht. Ich bin nur hergekommen, um dich zu töten. Eine Stunde wird kommen. Sei dir sicher. Gut, dann wollen wir uns mal ein Ja bei machen. Ich werde dich vor Ort in die Details einweihen. Such mich auf, wenn du deine Vorkehrungen getroffen hast. Ich werde im Osten der Stadt auf dich warten. Understood. Alles klar. Okay. Das heißt speichern. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Gut, da sollen wir hin. Wo kann ich denn hier mal eben speichern? Please. Da unten. So. Dann können wir. Da bist du ja. As I expected. Es war zu erwarten. Nicht einmal von hinten ist er verwundbar. Aber irgendwann ist es soweit. Und dann rollt sein Kopf. Es war genau dann, wenn er damit beschäftigt ist, seinen Gegner auszuschalten. Er spielt keine Rolle, wie sehr jemandem das Morden in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dieser Moment nimmt jede Faser des Seins in Anspruch. In diesem Augenblick wird auch Vater sein Leben aushauchen. Also, was genau geht es? Um die Schneehasen. Eine Diebesgilde, der diese Stadt als Stützpunkt dient. Sie standen lange auf gutem Fuß mit den Schwarznattern. Nun haben sie aber damit begonnen, in unser Territorium vorzudringen. Gut den Verräter, nicht wahr? So ist es. Am Eingang steht eine einzelne Wache. Das war's. Unser Auftrag besteht darin, ihr Versteck zu infiltrieren und den Anführer der Schneehasen auszuschalten. Du hast dabei das Sagen, Throne. Und sorge nur für die nötige Deckung.
Ich sorge nur für die Rückendeckung. Deckst mir den Rücken? Vater und ich haben bereits zahllose Aufträge hinter uns gebracht. Es war jedoch immer er, derjenige, der unserem Ziel den Garaus machte. Schließlich wussten wir beide, dass sein Messer nie ins Leere stechen würde. Was geht nur in ihm vor? Hat er meinen Plan etwa durchschaut? Was hast du, Throne? Ich will lediglich prüfen, ob du wirklich als meine Nachfolgerin geeignet bist. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss also diesen Auftrag über die Bühne bringen und auf eine bessere Gelegenheit warten. Verstehe. Erinnerst du dich noch an unseren allerersten Auftrag? Wieso? Mich interessiert, ob du dich inzwischen daran gewöhnt hast. An den Geruch von Blut, meine ich. Ich leg da mal los. Okay. Gut. Spielt Schlatz? Good night. Ihn einfach umzubringen wäre weniger riskant. Leichen verfolgen einen nur in den seltensten Fällen. Aber ich werde kein Blut vergießen, solange es sich irgendwie vermeiden lässt. Ich abscheue einfach, wie ich mich dabei fühle. Wann hat das alles überhaupt angefangen? Wann lagen diese Zweifel an mir? Ich flehe euch an. Lasst mich leben. Hier, versuch du es. Ich kann nicht. Ihr mangelt es noch an Reife, Throne. Dein Mitgefühl ist jedoch fehl am Platz. Wertlose Abschaum wie er hat es nicht verdient. Tu es, nimm sein Leben und du wirst verstehen. Einmal damit angefangen, wirst du nicht mehr ohne den Geruch von Blut leben können. Dann wirst du es dir bald sogar aufs Brot schmieren wollen. Was ist ekelhaft. Himbeermarmelade wäre mir lieber. Auch gut. Jeder Mensch kommt mit einer gewissen Gabe auf die Welt. Die Götter haben uns allen eine Aufgabe zuerkannt, zu der sonst niemand in der Lage ist. Sie ist unsere Bestimmung. Deine Bestimmung ist dieses Messer, Throne. Wenn du leben willst, musst du zuerst das Töten erlernen. Hervorragend, genau wie ich es mir erhofft hatte. Wie fühlst du dich, mein Kind? So riecht also Blut. Widerlich. Seitdem habe ich gemordet, so wie Vater es mich gelehrt hat. Wie viele Leben ich geraubt habe, weiß ich längst nicht mehr. Der Geruch von Blut wird meinen Händen für alle Ewigkeit anhaften. Doch bald schon werde ich dieses Leben hinter mir lassen. Mal gucken, wie bald das ist. So. Dann geht's in den Keller. Ich weiß nicht, will ich schon in den Keller? Okay, hier ist nichts. Kein Loot, keine Kiste, nix. Schweinerei. So, Schneehasenbau gefahren, Stufe 16. Oh. You there. Bruder, warte bitte. Please help me. Bitte hilf mir, sonst verkaufen sie mich wie Vieh.
Ich habe da Gerüchte gehört. Die Schneehasen sollen Mädchen verschleppen und sie dann als Ware feil bieten. Bitte, hilf mir. Bitte, hilf mir. Ich werde dir helfen, aber erst, nachdem ich meine Arbeit hier erledigt habe. Halte so lange durch. Danke. Du bist ein guter Mensch. Gut, dann werde ich wohl mal die Drahtzieher aufspüren. Okay. Wir gucken uns erstmal wieder gut um, ne? Und ich glaube, ich gehe nochmal zurück, weil da kommt man runter. Ich muss erstmal wieder ein bisschen klarkommen hier. Ich muss erstmal Schwächen austesten, so. Zack, gehen wir doch erstmal auf den. Du hast auch Bogen, ja. Dann. Also, mach ihn weg. Ich vermute Feuer. Ja. Okay. Du hast auch ein Dolch, ne? Na, au! Sehr gut. Achso, ich wollte zurückgehen, ne? Ist da hinten denn was? Das ist ein Bootsteg. Ja, lass uns zurückgehen. Nehmen wir erstmal den Wasserweg. Und wo gehen? My turn. Cool, die Lanze aussieht. It's over. I still have much to learn. Ich sehe nichts. Oh, jetzt muss ich hier hin, oder? Toll. Jetzt bin ich genau da, wo ich auch hingekommen wäre, wenn ich... Ich will da... oben hin. Prepare yourself. Okay, Bogenschwach sind sie auch. Sehr gut. Nice. Ich vermute Blitz. Strike them down. Nein. Okay. Schade. Aber nicht so schlimm. What to do? Watch as swift as a snake. Cleaning time. There. Huh. And so it goes. Ich hätte auch massiv überlevelt für die Mission hier gerade. Aber ich glaube, es kommen auch wieder andere Zeiten, wo wir dann vom Level hinterherhinken. Jetzt ist die Frage, wie komme ich...
dahin? Wie lang? Hä? Ich weiß gerade nicht, wie ich an die Kiste kommen soll. My turn. What a show. Thinking time. Ba 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 ba. Gucken, ob wir hier noch irgendwie woanders hinkommen. Auf jeden Fall auch noch eine Kiste, das ist gut. Was haben wir hier? Quarzdolch. Wer trägt denn alles Dolche? Du und du, ne? Zaubermesser. Schlechter. Elementarangriff. Nö. Gut, ich habe gerade keine Ahnung. Konnte jetzt auch nicht zwischen lang fahren hier, ne? Doch. Oh, wow. Okay, dann hab ich den Weg gefunden. What to do? My turn. Here we go. So, reicht das? Schade. Egal. Thinking. Bewegendes Armband. Was macht das? Maximales Leben. Aber ordentlich hoch. What? 500. Wer hat denn wenig Leben? Am wenigsten haben Throne und Oswald. Aber auch, weil die halt vom Level... Also im Wesen hat Oswald. Was hat Oswald denn für... FP, Tempo und Ausweichen? Ja, dann kriegst du hier mal eben ordentlich Leben reingedrückt. So. Dann ist jetzt die Frage, wo geht's weiter? Ich glaube hier. Ja, auf jeden Fall ein Speicherpunkt, das ist schon mal gut. Let the experiment begin. Here we go. Cleaning time. Expertly. So, dann bin ich mal gespannt. Wer bist du? Und was hast du hier verloren? Grüß dich. Ich will hier nur sauber machen. Diese Tätowierung. Du bist eine Schwarznatter. Willst wohl unseren kleinen Territorialzwist bequatschen, hä?
Mit euch Nattern verbindet uns schon lange eine gesunde Kameradschaft. Aber wir Schneehasen sind launische Wesen. Die Schwarznattern gehören zum alten Eisen. Mürbe sind sie geworden und schwach. Dass sie uns ein kleines Mädchen schicken, ist der beste Beweis dafür. Genug geschwatzt. Lass mich dir zeigen, wie viel ich mit einem kleinen Mädchen gemein habe. Oh, diese Musik. Ich nehme deine Herausforderung an. Mit dir und den anderen Nattern bin ich fertig. Die Schneehasen verdienen stärkere Verbündete. Möge dein Tod den Niedergang der Schwarznattern einläuten. Okay, let's go. Ready? Hä? Wie, der ist gesperrt für Schwächen? What the hell? Sonst eh erstmal den kleinen. Scheiße. Okay. Okay, wir testen erstmal rum. Okay, durch war auch irgendwie klar. Ja, der ist tatsächlich gesperrt für seine Schwächen. Der Boss. Das ist ja wild. So. Now it begins. So, jetzt kannst du da schön mit deinem Schwert draufhauen. Komm, ich dachte, der wäre weg. Du machst mal. Strike them down. Okay. Leben ist noch alles easy. Ready? Der erste ist weg. Wie war das denn noch? Ein bisschen Fang. Fähigkeiten. Guck mal. My turn. Hast du auch einen Dolch? Nee, ne? Wie lange ist der jetzt gesperrt? Oder kann ich das irgendwie wegmachen? Ich heile erstmal eine Runde. Man macht sich noch alles gut, aber man muss ja nichts provozieren, ne? Der auch weg. Ah, jetzt ist er locked. Also nicht mehr locked. Das ist er zum Abschuss freigegeben, der Gute. Test erstmal durch. Nein. Oh. Yes. Und Feuer. Muss man nochmal seine. Oh, maximale Feuerkraft. Aha. Vergiftet, scheiße. What to do? So, latente Kraft bitte. Schattengriff. Einen extrem starken. Ja. Nee, mit dir würde ich gerne einmal heilen. Ready? Heavy footed, aren't you? I need a plan. Fire. Burn. Sorry. Hi.
Ja, moin. What? Okay. Na fies. My turn. So, nee, muss heilen. Kari ist nicht fast tot. My turn. Wieso heilt der hier Kari nicht mit? Hä? Ist das falsch gemacht jetzt gerade? Chat. 61%? Ah, lass mal versuchen. Oh, und Liebe des Lebens, okay. Thinking time. So, nochmal. Heilen. May your wounds be healed. Was ist denn jetzt bei Hikaru? Ah. I don't understand. So, Urgewalt bitte. Führe einen starken Gegner auf alle Gegner? Nein. Führe einen extrem starken Gegner. Ja. I need a plan. So, auch wieder voll Feuer rauf an mir. Aua! Boah, jetzt muss ich ihn irgendwie gebrochen kriegen. Scheiße. Jetzt werde ich nicht hinkriegen. Sechs. Fick genau einer. Ah, toll. Achso, ich darf nochmal. Gut. Ob wir es kaputt kriegen? What to do? Mal stehlen. Achso, kann nur einmal. Thinking time. Fire. Burn. Komm, stirb. Mist. Ja, ich muss ganz dringend heilen. Ja, natürlich ist genau der Heiler tot, ey. Wie ist das Ding noch? Liebe des Lebens, ne, da. Here. Death can't have me yet. Not bad. Das Ding ist... Scheiße. Nicht was, was alle heilt. Ein bunt Heiltraum da, bitte einmal. Danke. Lass doch mal die Kari in Ruhe. My turn. As swift as a snake. Cleaning time. Hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, aber erst doch. For the pride of Ku. Die Sterbeglocke scheint eher für dich zu läuten. Nein, bitte verschone mich. Ich tue alles, was du sagst. Darf ich dir deine Schuhe sauber lecken?
Und nicht nur die Spitze, ich leg dir sogar die Sohle blitzeblank. Befiehl mir, Herrin. Du armseliger Wicht. Nein, bitte lass mich. Sorry. Jetzt bin ich übel, ich folge hier nur Befehlen. What? Es spielt keine Rolle, wie sehr jemanden das Morden Fleisch und Blut übergegangen ist. Der Todesstoß nimmt jede Faser des Seins in Anspruch. Ist es nicht so, Throne? Arschloch. Vater. Nur die Ruhe. Drauf gehen wirst du nicht. Dafür habe ich gesorgt. Du hast meine Unterweisung in Vollendung verinnerlicht, mein liebes Mädchen. Aber das alleine reicht nicht, um mich zu töten. Wusstest du also, was ich vorhabe? Selbstverständlich. Ich bin doch dein Vater. Ich durchschaue jeden deiner Ränke. Hätte ich es nicht so gewollt, wärst du bereits tot. Hilfe! Schweig, Karnickel. Rone, was genau habe ich falsch gemacht? Kein anderes Kind hat mir so viel bedeutet wie du. Ich bin dieses Leben so leid. Ich will den schwarzen Nattern den Rücken kehren. Und dazu muss ich dich töten. Verstehe. Ach, Rone. Du bist wirklich deines Vaters Kind. Suche mich im Mondweiß auf, wenn du einen Entschluss gefasst hast. Ich werde dort auf dich warten. Dann können wir einen Schlussstrich unter alles ziehen. Vater. Ich war wie gelähmt. Das Mädchen ist auch weg. Das war wahrscheinlich nochmal so ein Test, ob sie verweichlich ist. Und ne, was sie vorhat und so. Ich glaube, die hat der Vater da drapiert. Sie ist nicht mehr hier. Bin zu spät. Oder das. Einfach zu spät. Kann auch sein. Es hätte nie einen günstigen Moment gegeben. Vater war von Anfang an unantastbar. Ob ich ihn in einem fairen Zweikampf besiegen kann, weiß ich nicht. Aber versuchen muss ich es. Mondweiß. Dort werde ich ihn finden. Mein Weg führt daran vorbei. Nicht, wenn ich mir meine Freiheit zurückholen will. Musik. Entschuldigung, ich werde es noch so oft sagen. Die Musik ist der Hammer. Rona hatte ihr Ziel verfehlt. Und aus dem trügerischen Spiel der beiden Nattern ging schließlich Vater als Sieger hervor. Er hatte Throne von Anfang an durchschaut. Das ließ einen Entschluss in ihr heranreifen. Sie würde keine Mühen scheuen, um wahre Freiheit zu erlangen. Die Diebin Throne Kapitel 2 Episode Vater Ende. Und damit haben wir Kapitel 2 von Throne komplett abgeschlossen. Mal eben einen kurzen Blick riskieren, während wir zum Speicherpunkt laufen, geht nicht, aber wir können gleich nochmal eben gucken, was Kapitel 3 für eine Levelanforderung hat. Und uns dann schon mal Gedanken machen, welches zweite Kapitel wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht machen wir sogar einfach direkt Cassidy. Ne, Stufe 24. Ich meine, wir sind Stufe 24, können wir machen, aber wir haben noch andere Quests, die lower sind. Wo ist denn Kapitel 3 da? Kapitel 3, Thrones Vater, Stufe 31. Das hat also noch ein bisschen Zeit. Und
ist Kapitel 3, Episode Mutter, ist auch Stufe 31. Okay. So, du bist Kapitel 2, 29 und Stufe 15. Stufe 15. Also das ist die zweite Gruppe, das ist erstmal irrelevant, die machen wir später. Ikari, Stufe 2 ist Level 15. Wen haben wir denn noch in der Hauptgruppe? Oswald. Wo ist Oswald denn? Da. Oswald Kapitel 3 ist Stufe 18. Okay. Also machen wir Ochet. Obwohl Ochet hat die zweite mit Stufe 29. Dann würde ich doch erst zu Hikari tendieren. Ja. Machen wir beim nächsten Mal Hikari. Lass nochmal eben hier reingucken. Wieso kann ich das nicht lernen? Achso, weil ich 5000... Ja, ich bin blöd. Muss erstmal wieder reinkommen. Beiden brauchen 3000, der braucht 5000. So, hier können wir was lernen. Nämlich. Beim Jäger brauche ich schon 3000. Okay. Verringere für 2 Runden die physische Verteidigung eines Gegners oder verringere für 2 Runden den physischen Angriff eines Gegners. So, physischen Angriff oder physische Verteidigung. Machen wir erstmal das. So. Der hat noch nicht genug Punkte. Okay. Hilfefertigkeiten. Wer hat denn hier was Neues? Muss ja. Was ist Hinterhalt? Lässt den Träger erlittenen physischen Schaden zu 50% mit einer Attributsenkung erwidern. Also habe ich eine Chance, wenn ich angegriffen werde mit Throne, dem eine Attributsenkung zu verpassen, den Gegner. Okay, was haben wir denn hier drauf? Lässt den Gegner zu 50% angreifen, wenn er eine Fertigkeit ohne Schaden benutzt. Ja, erhöht Tempo, erhöht Crit. Erhöht Chance auf seltene Monster zu treffen. Okay, das ist eh nicht doppelt stackbar. Das heißt, so. Das haben wir ja mit ihr schon drin, ne? Okay. So, ja, dann würde ich sagen, war es das hier mit dem Part von Octopath Traveler 2. Und dann machen wir das nächste Mal weiter mit Kapitel 2 von Hikari. Ja. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.